Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute kommt das lang erhoffte Video zur Edeltalk Live-Tour. Weiteres nach dem Intro, also bleibt gespannt. Am Donnerstag, also am 28. September, war ich bei der Edeltalk Live-Tour in Berlin. Und dort ist auch das ein oder andere passiert. Erstmal bin ich natürlich zur Location gefahren und ich dachte auch, man ist gut dabei, wenn man so, ja, anderthalb Stunden früher da ist. Wie man hier auf dem Bild sieht, lag ich damit aber mal komplett falsch. Nachdem ich bestimmt so ungefähr eine Dreiviertelstunde in der Schlange gewartet habe, konnten wir dann reingehen, aber natürlich erstmal die Taschen abgeben. Und dann waren leider nur noch ganz unten im hinteren Bereich und oben Plätze frei. Da habe ich mir ganz oben natürlich den besten Platz gesnackt. Nach einiger Zeit wurden dann schon auf Wunsch des Publikums ja die Füße von Kevin und von Dominik gezeigt. Also. Und jetzt sitze ich auf einer gottverdammten Bühne und zeige meine Füße. Ja! So. Ihr Schweine, macht eure Handys aus! Das ist nur ein Teaser. Subscribe zu meinen OnlyFans. Ja, da wurden die Handys aber ganz schnell gezückt. Natürlich aber dann nicht zu vergessen die darauf folgende, sehr romantische und herzerwärmende Tanzszene der beiden. Ich kann das nicht. Die einzige Sache, die etwas nervig war, und ja, man muss bedenken, wir sind hier in Berlin, aber es wurde sehr, sehr viel reingerufen und natürlich auch sehr unnötige Sachen. Und als das Thema Fußballverein angesprochen wurde, ja, seht selbst. Was waren die anderen? Was? Union. Oh Gott. Bevor es dann komplett eskaliert, wurde dann auch nochmal schön gesungen, wobei sich Dominik sehr, sehr viel Mühe mit den wunderschön gesungenen Adlibs gegeben hat. Und ungelogen, ganze 11 Minuten später kam dann auch schon der zweite Song. Früher war mein Leben immer schwer, hatte keine real homies mehr. Jetzt bin ich der krasse Millionär. In der Pause habe ich dann überlegt, beim Merch-Stand mal vorbeizuschauen und zu schauen, was es da so gibt. Ich habe mich dann in der Schlange angestellt und dann so, ja, 15 Minuten ungefähr gewartet. Und während die Show dann schon angefangen hat, bin ich dann auch dran gekommen. Ich habe mich dann spontan dazu entschieden, ein T-Shirt mitzunehmen, weil ich muss sagen, es sah sehr, sehr fresh aus vom Fit, vom Stoff und vom Design. Und dazu noch ein Buch, auch wenn ich eigentlich nicht lese. Ansonsten gab es da auch noch Schlüsselanhänger und ich glaube noch irgendwas anderes, aber das habe ich jetzt gerade nicht mehr so ganz im Kopf. Wie man hier auch sieht, habe ich mir ein Buch ausgesucht, was hier schon einen richtig fetten Kratzer hat. Aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und natürlich nicht zu vergessen die Karte. Also wie gesagt, das T-Shirt ist sehr, sehr angenehm, sehr bequem. Meine wärmste Empfehlung geht raus. Und dann kam es zum spannendsten Teil im ganzen Video. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist, dass ich in diesem Moment dachte, es wäre eine super tolle Idee. Aber ich habe es dann durchgezogen. Ich habe in meine Hosentasche geschaut, ich habe einen 10-Euro-Schein gesehen, welcher das Wechselgeld von meiner Cola war. Dann habe ich auf den passenden Moment gewartet und bin vom Getränkestand direkt geradeaus in Richtung Bühne gegangen. Dann habe ich den 10-Euro-Schein aus meiner Tasche geholt. Als ich genau in der Mitte war, vor der Bühne, habe ich ihn direkt nach vorne geworfen, sodass er dann auch relativ weit vorne auf der Bühne gelandet ist. Dadurch hat sich dann diese Szene ergeben. Wen würdet ihr in einem... Da kam gerade ein 10-Euro-Schein zum vorbei. Fick ist hier... Was ist jetzt passiert? Wow. Es gerät hier völlig Dankeschön. Außer Rand und Band. Ja, das wird natürlich versteuert. Ich habe es hingeworfen und bin dann auch direkt wieder vorbeigelaufen, weil ich mir in dem Moment natürlich auch die ganze Zeit dachte, oh scheiße, was wird jetzt passieren? Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Es war einfach eine Aktion, wo man nicht wirklich drüber nachdenkt und die einfach macht.
Und was ich mir überlegt hatte, dass das sozusagen eine Real-Life-Donation ist, weswegen ich dann auch Real-Life-Donation gerufen habe, da man keine großartigen Sachen mit reinnehmen durfte. Und so war es sozusagen die einzige Möglichkeit, irgendwie was zu machen, was wiederzugeben. Und natürlich dachte ich auch, man braucht vielleicht den Kontext. Ich habe dann den allergrößten Allmann-Move gebracht, den man hätte bringen können. Und zwar, habe ich den hier gebracht, ja. Was großartig anderes ist mir in der Situation auch gar nicht eingefallen, weil, wie gesagt, die war total spontan und überhaupt nicht durchdacht. Und falls ihr mir jetzt nicht glaubt, dass ich das wirklich war, hier nochmal die Version mit meinem Mikrosound. Wen würdet ihr in einem... Die Kamera... Was zum Fick ist hier? Was ist jetzt passiert? Real-Life-Donation! Dran um Band. Ja, das wird natürlich versteuert. Danach ging die Show dann noch ein bisschen weiter und am Ende wurde natürlich Bescheid gesagt, dass es ein Meet and Greet nach der Show gibt. Zumindest so, dass man ein, zwei Fotos hätte machen können. Und ihr merkt schon an meiner Wortwahl, dass es dazu nicht gekommen ist. Und warum erzähle ich euch natürlich jetzt? Die Geschichte war so. Und wie ihr ja wisst, war ich ganz oben. Dachte, okay, ein, zwei Minuten, wo die Verabschiedung ist, gehst du direkt runter. Wo ist hier der Standpunkt, wo man sich treffen muss? Also sind wir dann alle von oben runtergelaufen und es gab genau drei Ausgänge, in Anführungszeichen. Ein, der hat direkt nach draußen geführt, da ist man sozusagen dann runter, die Treppe runter, rum und war dann wieder vorne. Der zweite war wieder nach innen und dann gab es noch einen zweiten, den man fast gar nicht gesehen hat, wenn man direkt runtergegangen ist. Und der war wirklich, der eine war hier nach drin und der andere war hier auch nach drin, aber irgendwie mit einem leichten Umweg. Und dieser dritte Weg hat dann scheinbar auch wieder reingeführt. Was wir dachten beim Merch, müsste es ja eigentlich auch reinführen, ist der, ja, der gleiche Weg im Prinzip. Und was soll ich sagen, komplett, wirklich komplett falsch gedacht. Es war nämlich nicht so, denn wir wollten beim Merch unten rein und uns wurde gesagt, nein, ihr könnt hier nicht mehr rein, denn das Meet and Greet war nicht hier, sondern es war hier hinten. Und die waren genau nebeneinander, aber hier war noch eine Glastür. Also man hätte runtergehen müssen. Hier, nein, ihr könnt nicht mehr rein. Und hier rein, wo aber hier Leute rausgekommen sind und beim anderen auch Leute rausgekommen sind, sodass man gar nicht so schnell denken konnte, dass man vielleicht in den anderen Eingang trotzdem noch rein kann, weil dieses ihr könnt hier nicht mehr rein ging wirklich nur für den Raum und anscheinend, so wie es nur sein kann, nicht für den zweiten Eingang. Wo man aber nicht gesehen hat, okay, ist es jetzt nicht im Prinzip der gleiche Eingang? Ich kann ja durch den Raum wieder in die Vorhalle gehen. Also, was haben alle gemacht? Alle sind dann runtergegangen, konnten nicht reingehen. Man hat den zweiten Eingang nur im Vorbeigehen gesehen und ist sozusagen runter, raus. Und dort wurde dann gesagt, nee, sorry, ihr könnt hier nicht mehr rein. Es wurde dann wohl falsch kommuniziert. Es haben sich dann alle gewundert, weil das mit dem zweiten Eingang habe ich auch im Nachhinein erst mir denken können. Es hat auch eine Person weitergeleitet und gesagt, ja, nach draußen. Und sozusagen dachten dann alle, gut, man geht dann halt raus. Und man kann es ja auch nicht in so einer riesigen Menge, wenn man da mitläuft, großartig hinterfragen, weil man auch nicht so viel mitbekommt und nicht so viel sieht. Und dann war es ja auch schon wieder dunkel gewesen. Ob sie nochmal reinkommen, wo das dann ist und dass es falsch geleitet wurde. Aber man hat wirklich gar keine Chance mehr gehabt, noch ansatzweise irgendwie ja reinzukommen. Als wir dann wieder draußen waren, musste man ja auch wieder seinen Rucksack und alles holen. In der Zeit habe ich dann auch kurz davor und kurz danach ein, zwei Aufnahmen aufgenommen, weil ich noch so einen Abschied vom Video machen wollte. Leider nicht mehr im Video. Schade. Ja, okay. Ja, ist dann auf YouTube, ne? Musst du? Ja, okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Warte. Ich will das dann sehen. Kommt aber wahrscheinlich erst so nächste Woche oder so. Das ist nicht so schlimm. Ja, genau, das mit Blau. Oh, okay. Nee. Perfekt, danke dir. So, Leute, so kann man auch die Bekanntschaften schließen. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich werde euch dann morgen nochmal genauer berichten. Und das ein oder andere dann erzählen, wie es war, meine Eindrücke. Wie man jetzt hier in dem Video gesehen hat, ist dann auch der ein oder andere Abonnent dazugekommen. Liebe Grüße. Und das war es dann auch schon fast mit dem Video. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Eintrittspreis war passend und total gerechtfertigt und meiner Meinung nach auch ein super Angebot. Ich werde nächstes Mal auf jeden Fall wieder dabei sein. Das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Für die Leute, die nicht dabei waren, die gerne dabei gewesen wären oder vielleicht für die Leute, die dabei waren, dann könnt ihr auch mal das ein oder andere reinschreiben. Habt ihr das auch so erlebt mit dem Meet & Greet? Wo musstet ihr am meisten lachen? Ihr könnt gerne ein Like da lassen oder abonnieren und seid dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei. Und dann für euch noch einen wunderschönen Tag. Bei Gott, das war
Das Cringeste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Aber auch einfach mal machen und nicht nur reden.